Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Uno. Liebe Zuschauer, endlich wird es Zeit für Uno. Man glaubt es kaum, viele von euch haben sich Uno gewünscht über kürzere, längere Zeit. Und jetzt kommt es auf den Tisch, aber wir machen gleich eine komplette Uno-Reihe, weil es gibt nicht nur das klassische Uno, es gibt ein paar coole Uno-Spiele, die vielleicht der eine oder andere noch gar nicht kennt in dem Fall. Aber wir fangen mit dem Klassiker an, aus dem Hause Mattel. Das Ganze ist ab 7 Jahre, 2 bis 10 Spieler und wir spielen das zu dritt. Die Alina ist 6, der Elias ist 8. Und wie gesagt, vorab noch ein paar Infos. Wir bekommen nachher Karten auf die Hand, die spielen wir aus. Wir müssen entweder auf die richtige Zahl, also auf die korrekte Zahl, oder auf die Farbe dann spielen. Es gibt hier noch ein paar Besonderkarten. Erklären brauchst du hier 2. Genau, man kann hier in dem Fall eine Karte ausspielen, dann setzt der nächste Spieler aus. Oder man spielt eine +4 Karte, die darf man aber nur spielen, wenn man nicht ausspielen kann. Und der Spieler zieht 4 Karten, der setzt dann quasi aus. Hier habt ihr die Möglichkeit, eine Farbwahlkarte zu spielen und bei +2 in dem Fall zieht man natürlich Karten. Da muss man natürlich auch schauen auf das korrekte Achten der Farbe bzw. Pluswerte. Elias will was sagen. Wenn ich die spiele und Alina hat auch eine, kann sie oben drauf. Und dann muss der Papa 4 aufziehen. Genau. Das wird immer mal wieder unterschiedlich gespielt nach unterschiedlichen Hausregeln. Und sicherlich spielt der eine oder andere das ganz verrückt, dass man auf die +4 Karte auch eine +2 Karte werfen kann. Korrekt nach Regel ist das nicht möglich. Aber, und das will ich vorab sagen, es gibt etliche Hausregeln. Und die stehen sogar drin. Es ist sogar von Hausregeln der Anleitung die Regel. Eigentlich ist sowas verpönt, weil man spielt ja immer korrekt nach Hausregeln. Aber dass das Uno sich mittlerweile so etabliert hat, in vielen Haushalten über Jahrzehnte hinweg, hat man einfach die Hausregeln mittlerweile hier aufgenommen. Und wir zeigen euch einfach mal ein paar Gameplay-Sequenzen. Dann gibt es ein kurzes Fazit, weil Uno, der Klassiker, dürfte hoffentlich jedem bekannt sein. Und jetzt verteilen wir die Karten und dann fangen wir an. 7 Karten hat jeder Spieler, die Alina beginnt. Ziel ist es, alle Handkarten loszuwerden. Wenn man nur noch eine Karte auf der Hand hat, sagt man Uno. Wenn man dann alle weg hat, dann sagt man Uno, Uno. Und wenn man es vergessen hat, einmal Uno zusammen, kriegt man 2 Karten auf die Hand. Und Richtungswechsel in dem Fall. Wieso machst du das denn? Ja, damit die Alina gleich wieder dran ist. Und sie muss jetzt Farbe bekennen. Dass sie gewinnt. Nein, sie wird nicht gewinnen. Ich werde gewinnen. +2, bitteschön. 6. So, und auch diese Regel wird immer wieder anders ausgelegt. So, 2, 4, 6 Karten bekommt die Alina. Sie darf nicht gleich ausspielen, sondern der Elias ist am Zug. Nein. Streng nach Regel. So, er kann nicht. Er hat eine Karte gezogen, kann nicht. Dann bin ich dran. So, die Alina ist dran. Und ja, so funktioniert das Ganze. Klar, der eine oder andere spielt es ein bisschen anders. Ist bei Uno auch wirklich nicht das große Problem. So finde ich zumindest. Wir haben jetzt gerade auch gemerkt, wir haben das andere oder andere auch gern mal ein bisschen anders ausgelegt. Aber ich kann nicht. Ich ziehe eine Karte. So, Moment, du bist zu schnell, Alina. Jetzt kann ich nicht. Jetzt bist du dran. Sie will nämlich ihre ganzen Karten loswerden. Aber ja, so funktioniert das gar nicht. Du kannst auch nicht. Jetzt kriegt die Alina doch wieder alle Karten los. Ich kann auch nicht. Ja, du hast den Richtungswechsel vorhin. Wieder zu dir, Alina. So viel zum Richtungswechsel. So, der Elias ist dran. So, jetzt geht's los. Ich habe nur noch 3 Karten. Mal gucken. Okay, ich spiegel dir schon in die Karten. Ja, genau. So. Das geht nicht, wenn ich. Ich habe nur noch 2 Karten, nur als Info. Gleich habe ich gewonnen. Und dann kommen wir schon zum nächsten Uno. Ich habe 3 Karten auch. Ja, Vorsicht, der Elias spiegelt das uns auch in die Karten. Oh, Uno! Nein, das spiele ich nicht. Kann nichts anderes. Ich bin nochmal dran. Uno, Uno. Und damit hat der Papa mal gewonnen. Man glaubt es kaum. Ich konnte nichts anderes. Und jetzt machen wir noch ein ganz kurzes Fazit. Bis gleich. Das war Uno aus dem Hause Mattel ab 7 Jahre. Alina, du spielst so oft, oder? Gutes Spiel, oder? Kartenspiel? Immer mal wieder. Oma, Opa auch. Das kann man, glaube ich, mit jedem spielen, oder? Was sagst du dazu? Ja, mit jedem. Okay. Elias, wie ist es bei dir? Du kennst ja auch schon richtig lange. Ja, das kann man eigentlich mit jedem spielen. Nicht lange Regel, kurze Regel, nicht schwer. Man kann es
gut mitnehmen sind. Nur halt mit den Karten soll man aufpassen. Aber sonst ein gutes Spiel. Ja. Auf jeden Fall der Klassiker schlechthin. Und Platz braucht man da nicht. So ein kleiner Tisch reicht schon. Genau. Und wie gesagt, etliche Hausregeln, die hätte ich euch jetzt alle erklären können, aber es geht um einen kurzen Überblick. Der Klassiker. Welche Hausregeln? Hausregeln, ja, Hausregeln, dass du zum Beispiel auf eine Plus 4 noch eine Plus 2 legen kannst. Oder auf eine Plus 4 nochmal eine Plus 4 zum Beispiel. Da gibt es etliche Möglichkeiten, wie man das spielen kann. Aber oder auf eine Plus 4. Aber vier. Es wird bald ganz verrückt, weil es geht natürlich weiter. Also mit wir machen weiter. Mit einem Kartenwerfer. Psst, nicht zu viel verraten. Bleibt dran, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr euch das Spiel holen wollt oder andere Spiele, schaut gerne unten in die Beschreibung rein. Es wäre super, wenn ihr über die Links einzelne Produkte oder Spiele kaufen würdet. Da unterstützt ihr uns nämlich automatisch. So viel Werbung am Ende. Jetzt sage ich aber tschüss. Macht's gut, bis bald. Und das machen wir gleich. Ich habe nämlich voll Lust drauf jetzt. Bis denn. Ciao.